als wir angekündigt haben und geplant haben, wir beginnen mit einem neuen Anlauf für Ulm Digital 10x10 zum Thema digitale Bildung, hat ein weiterer Schirmherr unserer Initiative, der Rektor der Technischen Hochschule Ulm, Volker Reuter, gesagt, da gibt es bei uns auch eine Aktivität in der Physik, die ist unheimlich spannend und die würde da perfekt reinpassen. Es geht nämlich um ein virtuelles Physiklabor. Und virtuell ist mein Stichwort. Wir schalten nämlich jetzt für die Referentin ins Internet. Genau, und Frau Schuster, ich sehe Sie bereits. Hallo und willkommen virtuell hier in unserem Studio. Ja, ich habe schon gesagt, es soll gehen um das virtuelle Physiklabor und Frau Professor Dr. Beatrice Schuster von der THU ist eben Teil dieses Teams von Leuten, die das an der Hochschule aufgebaut haben. Sie hat auch in Darmstadt tatsächlich Physik studiert. Da haben wir also eine Parallele zum Markus Marquardt. Sie hat dann promoviert zum Thema strahlungsinduzierte Materialveränderungen bei hohen Drücken und beschäftigt sich heute eben an der THU mit dem Schwerpunkt Kerntechnik und Strahlenmesstechnik und ist eben auch in der Lehre ganz aktiv. Und ja, ich bin einfach gespannt. Ich habe das virtuelle Physiklabor noch nicht gesehen, bin aber einfach unheimlich neugierig, wie Sie da die Physik Ihren Studierenden näher bringen. Frau Schuster, bitte. Ja, vielen Dank für die Einführung und auch herzlich willkommen bei mir zu Hause. Das ist ja der Vorteil der Digitalisierung. Auch ich habe zwei kleine Kinder, die ich noch schnell ins Bett bringen muss und kann dann auch dieser Veranstaltung beiwohnen und sozusagen das auch noch erledigen. Ja, das virtuelle Physiklabor möchte ich Ihnen vorstellen, weil auch uns hat es natürlich betroffen, besonders die angewandten Sachen irgendwie zu digitalisieren. Eine Vorlesung lässt sich relativ einfach noch zur Not übers Netz übertragen, aber wir sind ja eine technische, also eine angewandte Hochschule, so dass jede technische Vorlesung, besonders die Physikvorlesung in den Grundlagen, auch immer mit einem Labor gekoppelt ist. Also das heißt, dass die Studierenden sollen auch die Physik, die sie theoretisch lernen, auch ja, praktisch erfahren. Und dieses gehört fast zu jedem Studiengang, den wir anbieten, irgendwie dazu, ob es Elektrotechnik, Medizintechnik oder Fahrzeugtechnik ist. So ist es im Beispiel Maschinenbau. Die haben 4 Semesterwochenstunden Vorlesung und dazu aber auch 2 Semesterwochenstunden Labor. Und auch das Labor ist eine Prüfungsleistung. Also sozusagen, das muss bestanden sein, die Auswertung muss korrekt sein. Und nun war es wichtig, wie bieten wir dieses Labor, das ja wirklich was zum Anfassen ist, in einer virtuellen Form an? Also ausfallen lassen konnten wir es nicht einfach und es wäre auch uns nicht, ja, wäre den Studenten auch nicht sozusagen gerecht gewesen. Und so haben wir uns relativ schnell, als dann im März klar war, das wird wahrscheinlich doch nichts mehr. Am Anfang hatten wir ja gehofft, dass nach 2 Wochen alles vorbei war. Das war es dann leider nicht so, dass wir uns zusammengesetzt haben und relativ zügig erstmal irgendwie eine Idee für ein virtuelles Physiklabor konzipiert haben, sodass die Studenten das irgendwas durchführen können, was Praktisches, ohne vor Ort sein zu können. Und Sie sehen hier kurz das Team, also es war eine Gruppe aus 4 Professoren, die uns relativ spontan aufgespalten haben, wer welche Versuche konzipiert, die Theorie, die Anleitungen schreibt. Und wir hatten starke Unterstützung von unseren Mitarbeitern, die dann tatsächlich vor Ort waren, um Videos und Fotos und die Versuche sozusagen nochmal dort zu digitalisieren und dann die Umsetzung technisch in Moodle. Moodle ist vielleicht vielen bekannt. Das ist eine relativ häufig genutzte Plattform, die Schulen nutzen, um halt Daten auszutauschen, Daten bereitzustellen. Aber Moodle kann enorm viel. Und dort haben wir dann aufgebaut. Wir haben von der Struktur, wie man das hier sieht, einen Kurs virtuelles Physiklabor erstellt, so wo die Studierenden sich einschreiben konnten, je nach Studiengang. Und dann abhängig von dem, welchen Studiengang sie nutzt haben als Einschreibeschlüssel, haben sie auch nur die Versuche gesehen, die sie selbst durchführen. Weil jeder Studiengang hat ein bisschen anderen Schwerpunkt. Und dann wusste auch jeder Studiengang, konnte jeder Student gleich, wenn nur die Versuche, die er sehen kann, die muss er auch durchführen. Dort waren dann alle Dokumente zur Verfügung gestellt, zur Vorbereitung, die auch im Normalfall, also wenn es vor Ort stattfindet, bereitgestellt werden.
Aber zusätzlich gab es jetzt einen Test, also sozusagen einen Moodle-Test. Wir werden dann auch für Beispiele sehen, wo es darum ging, dass man sicher sein konnte, man ist vorbereitet, damit man den Versuch auch überhaupt durchführen kann. Wurde 2/3 davon richtig beantwortet, wurde man weitergeleitet zum Versuch. Und der Versuch war dann halt, die Versuche entweder anhand von Videos selbst zu messen oder an Simulationen zu testen. Dann konnte man die Ergebnisse eingeben in eine Maske oder musste sie direkt über die Moodle-System an den Professor leiten und dann entweder bestehen oder nicht. Und dann fing man sozusagen wieder einen Iterationsschritt von weiter oben an. Zum Beispiel möchte ich einfach hier mal so ein Beispiel für den Test geben. Also die Teststruktur zur Vorbereitung gab es verschiedene Sachen. Hier am Beispiel, es gab mal simple Multiple-Choice-Aufgaben. Es gab auch Aufgaben, wo man es rechnen musste. Oder es gab halt so Zuordnen-Aufgaben, wo man den Aufbau gesehen hat, hier zum Faraday-Effekt und musste dann halt schauen, wo ist denn der Polarisator, musste das anzeigen, wo ist der Analysator und so weiter. Oder auch Lückentexte. Da gab es die verschiedensten Variationen. Und jeder Versuch hat versucht, so ein bisschen ein ausgleichendes auf Fragesystem zu haben. Und auch das, muss ich sagen, ist sehr, sehr hilfreich. Das nutzen wir auch immer noch weiter zur Vorbereitung der Studenten. Das ist sehr hilfreich, weil die Studierenden wissen dann, wenn sie diesen Test bestanden haben, dann haben sie auch alles, was sie wirklich brauchen, dann um den Test durchzuführen, haben wir sie auch sagen, schon vorbereitet. Zur Durchführung gab es verschiedene Methoden. Wir haben natürlich einfache, wenn es nur was einen Wert ablesen, ja, so eine Mikrometerschraube, da muss man natürlich einen Wert ablesen. Manchmal wurden Videos, wenn es hier zum Beispiel darum geht, Diodenkennlinien aufzunehmen. Oder es gab tatsächlich Simulationen, wo die Studenten selbst spielen konnten. Und davon möchte ich jetzt sozusagen mal auf zwei Beispiele genauer eingehen. So haben wir zum Beispiel ganz einfach in der klassischen Mechanik das Maxwell'sche Rad, wo es darum geht, sich Trägheitsmomente anzuschauen und Energieverluste bei periodischen Prozessen. Und da musste man sozusagen sich überlegen, da fingen wir an, was muss gemessen werden und wie kann man das virtuell abbilden? Also muss man zum Beispiel als erstes für dieses laufende Rad, muss man das ein Trägheitsmoment bestimmen aus einer Schwingung. Da haben wir dann entschieden, da ist natürlich am besten ein Video zu machen. So wurde die Schwingung dieses Systems gemessen. Da müssen die Studenten dann vor Ort sozusagen dann die Periodendauer, also die Zeitstopp. Das haben sie dann natürlich, eine Stoppuhr hat praktischerweise doch irgendwie in Form eines Telefons heute jeder zu Hause. Man braucht aber auch noch die Dimensionen, ja, dieses Rades, des Fadens, an dem es runterläuft. Also prinzipiell ist es ein Konzept eines Jojos. Dafür wurde ein Foto gemacht und ein Bike-Belegblatt, wie man so eine Mikrometerschraube abliest. Dann die absenkende Höhe, also im Prinzip dieses Rad schafft es nicht wieder gleich auf seine ursprüngliche Höhe, sondern bei jedem Zyklus, bei jeder Schwingung verliert es an Energie. Dieses wurde ebenfalls mit einem Video dokumentiert, welches die Studierenden zu Hause auswerten konnten. Dann mit den Formeln, die sie im Test auch schon nachweisen mussten, dass sie die hergeleitet haben, mussten dann die verschiedenen Ergebnisse berechnet werden. Und dann wurde Millimeterpapier bereitgestellt, sodass eine grafische Auswertung ebenfalls noch gemacht werden musste, so wie das vor Ort auch gemacht wird. In einem anderen Versuch, wie zum Beispiel der Elektronenstrahlröhre, wo man die spezifische Masse von Elektroden zum Beispiel bestimmen soll im Bereich des Elektromagnetismus, da hatten die Studierenden eine Simulation. Vor Ort hätten die diesen Aufbau, wo sie selbst spielen können an Magnetfeldstärke, an Heizspannung, an Beschleunigungsspannung. Und dort haben wir eine Simulation gebaut, wo man sozusagen die Studierenden selbst dran spielen konnten, die Parameter variieren. Und da war die Anforderung, sie sollen das sozusagen für bestimmte Parameter sich selbst variieren und dann berechnen. Und dies haben sie dann auch relativ gut machen können. Natürlich ist das Problem bei Simulationen immer, die sind halt zu perfekt. Da kommt natürlich ein perfektes Ergebnis raus. Da haben wir dann zum Beispiel zusätzlich noch Original-Messwerte mitgeliefert, damit sie daraus die Fehlerdiskussion rausleiten können, die später sozusagen gefordert wird. Also eine Mischung aus Simulation und realen Messdaten. Die Abgabe erfolgte dann über verschiedene Systeme. Das hat man auch nach und nach, haben wir da im Prinzip immer weiter mitgearbeitet. Es gab Bereiche hier, wo man
selbst, wo die Studierenden ihre Tests, ihre Werte selbst eingeben konnten und aufgrund in dem Moodle selbst sozusagen wurde aus den gemessenen Werten gerechnet, was das richtige Ergebnis sein müsste. Und wenn die Studierenden das ebenfalls korrekt berechnet haben, wurde dann sozusagen die Auswertung, ja, das ist korrekt. Und die konnten sich sozusagen selbst korrigieren. In manchen Fällen, wo man vielleicht doch etwas mehr Inhalt und nicht nur Rechnungen, sondern auch Verständnisfragen gestellt hat, da wurde dann tatsächlich ein per Hand ausgefülltes Dokument abgegeben. Entweder als Foto von seiner Auswertung oder Studierenden, haben wir einfach eingescannt. Mittlerweile sind auch die Studierenden ziemlich technisch versiert. Also man kann alles auf dem Smartphone durchführen. Natürlich angenehmer ist es, wenn man ein Tablet oder einen Computer zu Hause hat. Aber es war prinzipiell alles auf einem Smartphone durchführbar. Und so fing es an. Und natürlich, das Besondere ist, wir haben dieses, was ja ursprünglich gedacht war für ein Semester, immer weiterentwickelt. Natürlich einmal die automatischen Auswertungen, was gerade von den Studierenden sehr ja, positiv gesehen wurde, dass sie gleich selbst sehen konnten, mache ich was richtig oder mache ich es falsch. Und auch die didaktische Art, wie wir das sozusagen konzipiert haben, hat sich stark geändert oder auch, würde ich sagen, verbessert. Weil ursprünglich war die Idee, dass die Studierenden diese Versuche selbstständig zu Hause durchführen können. Aber natürlich, was noch mittlerweile sich bewährt hat, ist, mache überwiegend ich, Live-Online-Veranstaltungen. Das heißt, die Studierenden kommen zum Termin des Labors in einen Chat oder beziehungsweise online. Man kann sie aufteilen in Breakout-Sessions, die Gruppen, die gleichen Versuche machen. Sie dürfen das auch sonst als Team durchführen und werden angeleitet und können direkt Fragen stellen. Oder es gab den Fall, wo wir selbst vor Ort waren, die Studierenden aber nur zugeschaltet. Das heißt, wir haben den Versuch live für die Studierenden vor Ort auch durchgeführt, sodass sie live dabei sein konnten, live Fragen dazu stellen konnten. Und auch jetzt wird es immer noch als teilweise Mischung hybrid. Das heißt, wenn man die bevorzugte Art ist natürlich eindeutig Präsenz. Also ein Labor ist immer in Präsenz besser. Aber wenn es natürlich dazu kommt, dass man ist in Quarantäne, es ist eine Studienleistung, ist es trotzdem möglich, diesen Versuch dann virtuell durchzuführen. Und natürlich wurde im Prinzip weiterentwickelt, sowas wie die Studenten zu Hause mehr zu motivieren. Im ersten Semester war alles neu. Das war natürlich auch spannend, alles online machen zu können. Aber je länger diese Phase der Online-Lehre natürlich angeht, desto weniger oder desto mehr nimmt die Motivation ab, sodass es einfach darum ging, die Studierenden dazu packen, was habt ihr zu Hause? Kleine Päckchen zu schicken mit Jojos, dass die Studierenden zum Beispiel das Maxwell-Rad selbst irgendwie in einer Form nachprobieren können. Dass die Studierenden selbst Experimente mit ähnlichem Verlauf zu Hause nachbilden und den Transfer machen von Vorlesung zu Physiklabor, technische Anwendung, zu wirklichen Alltagsphänomenen und diese, ja, die nicht die Motivation verlieren, sondern auch wirklich zu Hause experimentieren, natürlich mit leicht einfacheren Mitteln, als wir sie im Labor haben. Natürlich, das Besondere ist, ja, es hat natürlich auch einen gewissen Gaming-Faktor, dieses virtuelle Physiklabor. Das bedeutet, die Studierenden waren am Anfang besonders involviert und auch die sehr, sehr hohen Bestehensquoten zeigten das, dass wirklich dieses Physiklabor, dieses elektronische gut angenommen wird. Also die meisten, die sozusagen das Physiklabor ernsthaft beginnen, die machen das dann auch bis zum Ende. Frau Schuster, ich sehe schon, Sie haben unheimlich viele Inhalte rund um das Physiklabor. Ich bin schon fertig, das ist meine letzte genau, Folie. Ganz kurz ein bisschen auf die Zeit achten. Also ich wollte nur zusammenfassen, was halt bleibt, die ganze schöne Struktur natürlich, die behalten wir bei, genauso wie die Tests, das bleibt wunderbar, die Studierenden sind weiterhin besser vorbereitet als zuvor. Natürlich die Nachhaltigkeit, wir lassen vieles elektronisch, auch elektronische Abgaben, sodass wir Papier sparen. Und natürlich, wir können ohne Probleme wechseln. Man weiß ja nie, es ist ständig immer spontan plötzlich doch wieder Präsenzpflicht oder beziehungsweise jemand ist in Quarantäne und wir können spontan wechseln zwischen virtuell und präsent.
Gut, ja, wunderbar, vielen Dank. Also ich glaube, das ist auch die ganz große Frage, die wir uns alle stellen. Was bleibt da? Ich glaube, Sie haben das sicherlich etwas aufgebaut, das bleiben wird und das man dann auch in der Zukunft ganz stark weiter wird nutzen können.